empfiehlst du denn jemandem, der sich als Marketing-Muffel bezeichnet? Was sind denn gute erste Schritte? Es fängt erstmal immer mit der Webseite an. Das ist für mich die absolute Grundlage. Die Webseite sollte... Ich habe es befürchtet. Webseite wird unterschätzt, oder? Also, und vor allen Dingen vergessen. Ich sage das immer wieder dazu, also wir bauen keine Webseiten für andere oder so, ne? Aber ich sage immer, bevor du einen Social Media startest, solltest du die Webseite halbwegs im Griff haben. Das heißt, die sollte ordentlich aussehen, die Benutzerführung sollte ordentlich sein. Das ist für mich die Basis, weil fast alle Maßnahmen aus dem Online-Marketing führen zur Webseite. Wenn ich das jetzt hier aufmalen würde, Webseite ist immer in der Mitte. Ne? Also egal, ob ich jetzt Social-Media-Kanäle habe, ob ich einen Newsletter aufbaue, ob ich AdWords schalte, Google Ads, letztendlich landen wir fast immer bei, okay, und hier ist der Call to Action und jetzt guck auf der Webseite, jetzt geh zu meinem Shop, jetzt mach das und das, jetzt bewerb dich hier. Ja, ist nicht mehr nur, die anderen Kanäle außenrum sind auch stärker geworden und leben für sich auch stark. Aber letztendlich dreht sich immer ganz viel um die Webseite und die muss passen. Man sollte sich mal ein bisschen mit SEO beschäftigt haben. Das muss man mit Sicherheit auch nicht bis ins letzte Mühe machen, aber da vielleicht auch einfach mal einen Checker drüber laufen lassen, wie den von Neil Pettel. Empfehle ich jetzt einfach mal Neil Pettel. Super kostenloses Angebot. Also dazu gehört noch, hatte ich eben schon erwähnt, ne, wirklich zu gucken, ist die Seite auffindbar. Das war ja eben auch der Kommentar Robots bzw. Crawler, dass wir die Seite auffindbar machen für Google und Co. Machst du viel solche Geschichten wie zum Beispiel IT-Systemhaus Stuttgart oder geht es tatsächlich schon auch aktiv auf Konkurrenz drauf? Wie, was weiß ich, Osthoff Innovation, Euro für Suche nach Osthoff und dann kommt Logifys vorne. Das sind AdWords, ne? Genau, also das eine ist ja die Optimierung der Webseite zur Auffindbarkeit. Ja, wie gesagt, vor allen Dingen für Crawler. Das sind so Sachen wie, hast du da eine ordentliche Struktur drin? Ne? Euch sagt das jetzt vielleicht was. Ne? Hast du da die Header-Strukturen ordentlich drin? Gibt es die richtigen Bezeichnungen für die Bilder? Das heißt, da muss man auch darauf achten, dass die Bilder nicht einfach IMG C5080 heißen. Was ich noch vorweg schicken will, ist auch so eine pauschale Empfehlung, dass man immer eine Mischung finden sollte zwischen Information und Unterhaltung. Ja, also das kann natürlich je nach Unternehmen, je nach Branche, ist das sicherlich anders gelagert. Also ich habe in meinen Seminaren und Schulungen gerne auch unterhaltsame Beispiele von Sixt oder wer es nicht kennt, Metzgerei Hack, sehr unterhaltsam und sicherlich überspitzt, auf keinen Fall für alles geeignet. Und ich habe sie eben hier schon gesehen, die Geschäftsführerin von Teutodata, die dann auch gesagt hat, du, meine Zielgruppe sind Steuerberater. Soll ich jetzt im Stil von Metzgerei Hack das machen? Nee. Aber was wir daraus mitnehmen können, ist, Menschen kaufen bei Menschen, dieser alte Spruch ist immer noch wahr. Und fast alle Menschen haben eine gewisse Art von Humor. Die meisten Menschen wollen unterhalten werden. Das heißt, neben den Informationen, die wir übermitteln, geht es immer auch darum, so ein bisschen diesen Nerv zu treffen. So, das kann Humor sein, das kann natürlich auch eine andere Art von Emotion sein. Beim Stichwort Menschen kaufen bei Menschen ist es doch vielleicht nochmal einen anderen Kommentar wert, nämlich tatsächlich die Darstellung einer Person auch irgendwo mal in den Vordergrund zu stellen, egal ob das jetzt die eigene Website ist oder ob das das Thema soziale Medien ist, um nicht eben immer so anonym als Unternehmen darzustellen, sondern eben tatsächlich diese Person hinter oder die Personen hinter dem Unternehmen auch irgendwo nach vorne zu kehren und greifbar nahbar zu machen und vielleicht nicht doch nur mit Stockfotos zu arbeiten. 100%. Das ist genau meine Einstellung dazu. Es trauen sich leider immer nicht alle. Das manchmal fehlt da ein bisschen vielleicht auch der Mut oder zu sagen, ach nee, ich schicke mal andere nach vorne oder lass mal unsere Produkte zeigen. Auch da sind wir wieder bei einem Mix. Ne? Es darf bei einem Content-Mix darf nie die persönliche Komponente fehlen. Und gucken wir uns doch mal große, bekannte Unternehmen an. So, die haben fast alle ein Gesicht. Robert T. Online zum Beispiel. Michael, ich habe dir jetzt gerade so gespannt zugehört, aber ich will dir da mal widersprechen. Also ja, man überlegt sich doch dann schon, in welche Richtung geht man. Möchte man jetzt alles an die Person Kai oder Patrick binden? Oder möchte man eigentlich den Brand, das Unternehmen irgendwie ein bisschen nach vorne bringen? Und Andreas, ihr habt jetzt eure Webseite neu gemacht. Das heißt, ihr seid ja gerade irgendwie in dieser Findungsphase. Was macht ihr eigentlich? Ja? Und wollt ihr jetzt zum Beispiel euren Brand Logifys nach vorne bringen? Oder
Habt ihr euch committed auf eine Person und sagt, okay, hey, der Alex steht vorne hin und der wird jetzt unser Showmaster vorne dran oder macht es der Andreas oder wer macht es? Man entscheidet sich ja dann schon so ein bisschen in die eine Richtung. Ich bringe meine Marke nach vorne, also ich bringe mein Logo, ich bringe mein Design, CI, bringe das unter die Leute oder ich bringe diese einzelne Person irgendwie unter die Menschen. Ich sehe es tatsächlich so, das Gesicht gehört auf die Webseite, das gehört auf die Social-Media-Kanäle. Das ist für mich gar kein Widerspruch, sondern das ist für mich ein sowohl als auch. Also ich kann mich als Marke ja genauso positionieren, wenn ich noch das Gesicht dazu packe. Egal ob großes oder kleines Unternehmen. Ich finde, man sollte sich, jetzt sage ich es bewusst so, nicht hinter den Produkten oder Dienstleistungen oder irgendwas verstecken. Und je kleiner das Unternehmen, vielleicht wolltest du ja darauf hinaus, je kleiner das Unternehmen, desto wichtiger ist es natürlich, so eine Unverwechselbarkeit zu haben. Denn also das, was wir machen, vielleicht auch das, was ihr ja macht, das können auch andere. Also ich glaube, ich kann relativ wenig irgendwie exklusiv. Das unterscheidet sich natürlich so von meinem Typen. So, den gibt es nur einmal. Deswegen ganz klare Empfehlung. Wir müssen uns zeigen und wir müssen möglichen Kunden, aber auch Bestandskunden, werden gern vergessen, müssen wir eine Chance geben, uns kennenzulernen. Wir hatten in der letzten Folge ja auch nochmal einen Gast mit dem Olaf Kaiser, der gesagt hat, naja, irgendwo kommt es doch auf den Mix nicht nur inbound an, sondern vielleicht doch noch ein bisschen outbound, dass jetzt ein Interessent, den ich vielleicht per Cold Call irgendwo adressiere, vielleicht dann doch sagt, naja, ich gucke mir mal an, was das für eine Bude ist, zahlte wieder auf die Webseite ein, das ist schon richtig, aber so reines Inbound-Marketing bist du doch auch nicht der Freund von, oder doch? Also, wo wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist, dass ich auch an den Mix glaube aus dem Owned, Earned und Paid Media. Ja, dass das eigentlich ein Gleichgewicht ist. Das war jetzt dreimal auch trinken, oder? Buzzword, ich habe den Hinweis aufgenommen. Owned Media, was können wir natürlich mit unseren eigenen Kanälen tun? Das sind unsere Social Media Kanäle, das ist unsere Webseite, das ist unser eigener E-Mail-Newsletter und. Ja? Über die können wir selber bestimmen. Klar, das ist das Leichteste, das kostet uns wahrscheinlich auch eher Zeit, wenn das mal steht. Dann das Paid Media können wir uns auch denken. Das heißt, das ist bezahlte Werbung. Das ist ja das, wo du eben auch drauf hinaus wolltest, Andreas. Da können wir Google Geld in den Rachen schmeißen, da können wir Facebook, Insta, auch LinkedIn nimmt da ganz gut Kohle, was spendieren. Und das Dritte, das ist für mich immer ein bisschen so die Kür, das heißt, wenn man die anderen beiden Sachen gut macht, und auch Paid sollte man machen, also wer Marketing komplett ohne Budgets macht, boah, wird auch schwer. Das ist das Earned Media, das heißt, andere reden über uns. Wir sind eingeladen in einen Live-Bar-Talk. Wir sind zu Gast in einem Podcast. Über uns gibt es einen Artikel irgendwo. Jemand teilt vielleicht auch unseren Social-Media-Post im Kleinen. So, das heißt, diese drei Sachen, ich sag's jetzt nicht nochmal, das ist, glaube ich, besser für dich, Kai. Diese drei Sachen, okay, die sollten sich auch ungefähr so im Gleichgewicht halten. Das darf natürlich Ausprägungen haben, aber man sollte keins von den drei Sachen vergessen. Wenn ich das so sagen darf, die Webseiten in der Branche sind jetzt nicht die, die man oftmals als die besten Beispiele hernimmt. Ja. Na, der Andreas hat gerade eine ganz neue. Wir haben auch Gefühle. Es tut mir leid. Ich dachte gegen Ende, da kann ich es euch mal sagen, ja.